Ja, okay, dann möchte ich das Wort an Sandra geben. Wie ihr ja wisst, oder auch vielleicht noch nicht, es gibt ja mittlerweile über 100 Mahnwachen alleine in Deutschland. Es sind 123 Mahnwachen mit Österreich, Schweiz, Deutschland. Es gibt jetzt mittlerweile auch die erste Mahnwache. Die sind heute Abend zum zweiten Mal, stehen sie auf der Straße in Vancouver, Kanada. In den USA fängt es an, die stehen direkt vor der FED in New York. Also es breitet sich immer mehr aus und die Mahnwachen schicken immer jede Woche mal einen Gruß durch die Welt zu den anderen Mahnwachen. Und heute kommt der Gruß aus Bamberg und dazu bitte ich jetzt erstmal Sandra ans Mikro. Hallihallo. Ja, schöne Grüße aus Bamberg. Liebe Menschen dieser Welt, der Bamberger Friedenstreff sendet euch die friedlichsten Grüße vom Gabelmann im Herzen dieser wunderschönen historischen Altstadt. Ein Sprichwort besagt, jede Wahrheit durchläuft drei Phasen. Erst wird sie belächelt, dann wird sie bekämpft, schließlich ist sie selbstverständlich. Arthur Schopenhauer. Was unsere Bewegung angeht, so hat die Wahrheitsphase 1 bereits gemeistert. Phase 2 ist teilweise noch in vollem Gange. Der Gegenwind aus Lüge und Desinformation bäumt sich gelegentlich noch bedrohlich auf. Doch hat er vielerorts bereits spürbar nachgelassen. Der 19. Juli 2014 wird für viele von uns als Meilenstein in die Geschichte eingehen. An diesem Tag waren weltweit Menschen verschiedenster Nationen, Muttersprachen, Haut- und Haarfarben auf den Straßen. Sie stehen und setzen sich für eine Welt ein, für die es sich für sie zu leben lohnt. Eine Welt, in der Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit nicht nur leere Worthülsen, sondern gelebte Selbstverständlichkeiten sind. Dieser Tag hat gezeigt, dass wir bereits heute damit begonnen haben, Stufe 3 zu besiedeln. Frieden ist die Wahrheit. Wenn wir uns mit Matrosen vergleichen, dann sind die Segel gesetzt. Das Schiff hat die Fahrt aufgenommen und die Eisberge und Untiefen sind umschifft. Vor uns liegt ein Ozean, voll von unbegrenzten Möglichkeiten und wir haben alles dabei, was wir zum Leben brauchen. Unsere Herzen sind verbunden und unser Essen wächst an Bäumen, in unseren Gärten, auf den Wiesen und in den Wäldern. Die Frage, wo die Reise hingeht, ist in dem Moment beantwortet, indem wir uns ein klares Ziel vor Augen sehen. Und zwar jeder für sich. Der Wind. Das Evangelium steht geschrieben, wer sucht, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. Und wenn er findet, wird er erschrocken sein. Und wenn er erschrocken ist, wird er verwundert sein. Und er wird über all das herrschen. Wir sagen, folgt nicht anderen Menschen, sondern geht euren eigenen Weg. Hinterlasst eure eigenen Fußspuren. Werdet ein Teil der breiten Masse. Geht diesen Weg voller Vorfreude, bleibt entspannt und neugierig, manifestiert schöne Gedanken an eine lebenswerte Zukunft. Doch seid wachsam, es werden immer Menschen kommen, die euch als guter Anführer erscheinen. Auch wenn sie sehr kluge Dinge sagen, die Geschichte zeigt, dass auch sie sich irren können. Die Mahnwachen in den Städten dieser Welt haben als Anlaufstelle für Suchende begonnen. Längst sind sie zum Treffpunkt für reale Vernetzung geworden. Was im Internet, in Netzwerken und kleinen Freundeskreisen begann, hat sich zum selbstverständlichen allgemeinen Konsens entwickelt. Es wächst zusammen.
was zusammengehört. Ihr fragt euch immer noch, was ihr denn tun könnt. Bildet Aktionsgruppen, informiert euch über die Möglichkeiten der Permakultur, der Aquaponik, der freien Energie und der alternativen Medizin. Lasst Taten folgen und macht euch unabhängig. Werdet aktiv. Lasst uns gemeinsam diesen Planeten zu einem schönen Ort machen. Für uns, für unsere Kinder und für alle, die ihr Ziel noch nicht jetzt vor den Augen haben. Hier und heute. Und in diesem Sinne und mit dieser Botschaft spielen wir den Ball von Süden in den hohen Norden. Der nächste Montagsgruß wird von unseren Freunden aus Bremen kommen. Es grüßt euch der Bamberger Friedenstreff.